der Abpfiff mit 18 zu 15 besiegt der SC Magdeburg den VfL Gummersbach. Der weißgekleidete SCM konterte die Gummersbacher aus. 1979 war das im Finalhinspiel des Europacups der Pokalsieger. Der Gesamtsieger hieß auch nach der zweiten Partie SC Magdeburg. Die Elbestädter hatten zum dritten Mal hintereinander in einem europäischen Pokalendspiel gestanden. Ingolf Wiegers vollendet trotz Bedrängnis noch einmal, rundet damit wieder eine Weltklasseleistung ab. Das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Die stärkste Clubmannschaft unseres Kontinents kommt aus der DDR. Es ist der Sportclub Magdeburg. Einer der Stars von damals, Ingolf Wiegert, Jahrgang 57. Natürlich auch Nationalspieler, Olympiasieger sogar. Der wohl beste Kreisspieler seiner Zeit. Natürlich pflegt er die Erinnerung an sie. Das war auch insgesamt der größte Erfolg des SC Magdeburg im Handball. Und in diesen Jahren waren wir so erfolgreich wie keine andere europäische Mannschaft. Röhrig, Noack, Rode, Jans, Flacke, Baumgarten, Linicke, Meier, Lakenmacher, Hoppe, Knittel und Gerlach. Spielerpergeschwindigkeiten, zum Beispiel Röhrig, Lagmacher, Flacke, die reißen ein während des Spiels jedes Mal mit. So ist es eine Freude, mit den älteren Spielern zusammen zu spielen. Es war anders damals als heute. Das Gros der Mannschaft trainierte und spielte über Jahre zusammen. Wieland Schmidt, die Torwartlegende, gehörte dazu. So sah sein Trainingsalltag aus. Das Team des Jahres 81, das wohl stärkste, das der SCM je hatte. Das war eine Mannschaft, wo kein Spieler verlieren konnte. Und das war der grundlegende, ob wir Fußball gespielt haben oder Volleyball, es konnte keiner verlieren. Und das war so ein Druck in dieser Mannschaft, immer gewinnen zu wollen. Und das hat uns ausgezeichnet. Klar, dass Ingolf Wiegert die Trikots von damals gern aufgehoben hat. Vor 20 Jahren im April mussten er und seine Sportfreunde gegen Slovan Ljubljana ran. Europacup-Finale der Landesmeister. Zu Hause wurde dank solcher Aktionen alles klargemacht. 29 zu 18 gewonnen. Der Jubel kannte keine Grenzen. Und das nach den unglaublichen Szenen aus dem Hinspiel im damaligen Jugoslawien. Günther Hartmann, damals Delegationsleiter, erinnert sich. In der Halle wird geraucht, in der Halle, da wird also auch Bier aktiv getrunken und die Mentalität und das Publikums ist also etwas anders einzuordnen als bei uns hier im Magdeburger Raum. Und als wir dann erfolgreich wurden, dann kamen nicht nur Apfelsinen auf das Spielfeld geflogen, es kamen auch Münzen, kleine Münzen, Geldstücke, die auch einige Spieler von uns also auch getroffen wurden. Sie trotzten dem Temperament der Spieler und Zuschauer vom Balkan. Der Magdeburger Handballtempel hieß seinerzeit Hermann-Giesler-Halle. Vielleicht wollten die SCM-Spieler von heute Kraft aus der Vergangenheit schöpfen, als sie ihr letztes Training vor der Metkovic-Reise genau dort absolvierten.